Hallo alle miteinander, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder eine spannende Frage, nämlich was kostet eigentlich eine Hypnose-Session? Wenn ihr das wissen wollt, bleibt dran. Ja, viele von euch haben mich gefragt, Christo, was sollte ich eigentlich für eine Hypnose-Session ausgeben? Da schwanken die Preise doch sehr. Das fängt an bei 50 Euro, geht über 100 Euro, 150, 250 Euro. Kann sich eine Leistung so dermaßen unterscheiden von der anderen? Und die Antwort ist, ja, kann sie. Also die Frage ist natürlich immer, was möchte ich erreichen? Und zu wem gehe ich? Ja? Es gibt Hypnotiseure, die rechnen nach Stunden ab. Es gibt Hypnotiseure, die bieten ein Komplettpaket an, ne? Mit einem Vorgespräch, mit einer Hypnose-Session, die vielleicht 2, 3 Stunden dauert. Ja? Und ich meine, das könnt ihr euch jetzt selbst ausrechnen, wenn jetzt jemand einen Stundensatz von 50 Euro hat und jemand anders für ein Paket sozusagen 250 Euro nimmt, und dann die Hypnose aber schon 3 Stunden dauert und dann vielleicht noch ein Vorgespräch eine Dreiviertelstunde. Ne? So, es kann also immer verschiedene Faktoren geben. Prinzipiell ist es so, das ist richtig, jeder kann seinen Preis machen. Hypnose ist eine Dienstleistung, so wie ein Handwerker oder unterschiedliche Handwerker unterschiedliche Preise haben oder unterschiedliche Autohersteller unterschiedliche Preise haben, aber auch unterschiedliche Hypnotiseure verschiedene Preise. Es gibt Leute, die haben extrem umfangreiche Fortbildungen, sind auf besondere Dinge extrem fokussiert. Das ist bei uns Showhypnotiseuren auch nicht anders. Es gibt Showhypnotiseure, die treten auf Privatveranstaltungen auf. Es gibt Showhypnotiseure, die machen das nicht, weil sie sagen, nee, meine Preise liegen höher. Und das ist auch völlig okay, weil wenn man sucht, findet man die passende Person. Und das ist der entscheidende Punkt. Man muss die passende Person für einen finden. Und ich sage ganz ehrlich, wenn jemand ein Problem loswerden möchte, zum Beispiel Rauchen, und zahlt dafür 250 Euro und der ist danach rauchfrei, ihr könnt euch selbst ausrechnen, wie viel Geld ihr in diesem Jahr sparen werdet. Ne? Und dementsprechend meine Standardempfehlung, wenn ihr eine Hypnose-Session machen wollt, unterhaltet euch mit der Person, ruft dort an und ihr werdet ganz schnell erstmal feststellen, passt das überhaupt? Ist man sympathisch? Kommt man mit der Person klar? Traut man der Person? Denn das ist viel, viel wichtiger in der Hypnose-Session als der Preis. Ja, ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Wenn es weitere Fragen gibt, gerne ins Video schreiben, den Kanal noch abonnieren. Da danke ich dann recht herzlich für. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!